Wir machen jetzt auch weiter und auf geht's. Kampf gegen Night. Das Finale. The End. Beschützen wir den Rat. Vernichten wir den Night. Und alle anderen sieben sind. Ihr habt so lange nur beobachtet und gerichtet, dass ihr vergessen habt, wie man kämpft. Ihr wagt es, diesen heiligen Ort anzugreifen. Ja, ich wage es, weil es noch niemand je getan hat. Und das macht es noch besser. Hochmütigen Schweinehunde habt das schon seit Äonen verdient. Und das habt ihr allein euch selbst zuzuschreiben. Euer Machthunger wird euer Untergang sein, Neid. Wenn da nicht der Topf über den Deal geredet. Wenn ich hier fertig bin und euch nur noch Kiesel bleiben, warte ich einfach die Apokalypse ab und erledige die noch übrigen geschwächten Generäle. Die Erde wird mir gehören. Warum? Es ist vorbei, Neid! Du bist gescheitert! Tötet sie, Reiter! Wir verlangen! Oh, seid still! Ihr verlangt mir lediglich Verachtung ab! Und meinen Zorn werdet ihr bald kennenlernen! Blasphemy! Wahrheit! Ergib dich oder stirb, Neid! Ernsthaft? Nein. Aber den Versuch war's wert. Alright. Au. Nur dieses eine Mal werde ich eine andere lebende Seele bemitleiden. Mal gucken, sie hört wahrscheinlich mindestens zwei Phasen. Was war das? Oh wow, okay. Ich verstehe, ja. Oh Mann, ey. Okay. Okay. Ich glaube, wir sind beim ersten Endboss-Fight. Es ist meine starke Vermutung, dass wir jetzt beim Endboss quasi sind. Jetzt habe ich immerhin wieder alle meine 6 Heiltränke, das ist sehr nett. Ist jetzt ernsthaft? Ja. Fairness! Nicht besser als ich. Wir sind gleich. Gleich! Ah, Scheiße. Ich beneide dich nicht um das, was du gleich spüren wirst. Ich bin dein Untergang! Spüre das Brennen meiner Peitsche! Ah ja, ein Dash reicht nicht, das ist nervig. Ernsthaft? Oh mein Gott! Come on! Serious?
Dass ich jetzt immer zwei Katzen zu überspringen muss, ist irgendwie nervig. Aber gut. Was soll's. Jetzt und für immer gehört alles mir. Mann, ey. Ich bin dein Untergang. Kein Leben mehr für dich. Selbst wenn du mich schlägst, deine Sünde niemals. Ich meine es zu alter Schock. Reiter Gatt gewiss. Oh ja. Ja. Ich beneide dich nicht um das, was du dein Spiel bist. Aua. Oh ja. Oh, das war, oh, das war fast schon fair. Nur dieses eine Mal werde ich eine andere lebende Seele bemitleiden. Nein, es war mein, alles war mein. Ich hatte es verdient. Ich hatte es mein. Für die Reiter! Und damit sind alle Sünden wieder eingesperrt. Wie es scheint, habt ihr eure Aufgabe endlich erfüllt, Fury. Vielleicht verdient ihr eine Belohnung. Aber vielleicht auch nicht. Neid mag uns überrumpelt haben, doch wir haben mehr als genug Macht, um einen Wurm wie euch zu zerstören. Ihr habt eure Grenzen überschritten, Reiter. Ihr werdet ebenso wie eure Brüder eure Strafe bekommen, dreistes Kind. Nein, so werde ich nicht sterben. Ich lasse nicht zu, dass ich eure Verderbtheit ausbreitet! Sie gerade den Rat zerstört?
Einigkeit ist der Schlüssel. Wenn wir vorankommen wollen, dann nur gemeinsam. Du wirst es nicht schaffen. Der Rat? Erzürnt, heizt zweifellos heimlich den Angriff auf Haven an, falls du einen Plan für sie hast. Wäre jetzt der Augenblick. Himmel, Hölle, der feurige Rat. Sie alle wollen sie auslöschen. Das weißt du. Doch vielleicht kennst du den Grund nicht. Wieso war euer Leben selbst vor der Apokalypse so hart? Weil ihr zu einem bestimmten Zweck erschaffen und schutzlos zurückgelassen wurdet. Also sind jene, die euch fürchten, darauf aus, euch mit falschen Versprechungen, mit Kriegen und Sünden zu zerstören, die sie euch anlasten. Sie fürchten euch. Das kann man gegen sie einsetzen. Die Menschheit kann diesen Krieg gewinnen. Sieh dich um. Dieser traurige Rest der Menschheit ist einem Kampf von diesem Ausmaß nicht gewachsen. Nein, ihr müsst euch verstecken. Vor den Augen von Himmel und Hölle? Vor dem Rat? Genau das müssen wir tun. Doch was die Menschheit mehr braucht als ein gutes Versteck, ist ein Beschützer. Einen Beschützer? Ich dachte, es wäre jetzt vorbei. Erschaffer, wenn du deinem Stand gerecht werden willst, dann tu, was getan werden muss. Reiter, komm! Aber... Die Erschaffer werden uns genug Zeit verschaffen, die anderen Menschen wegzubringen. Weg? Wohin? Nicht zurück zur Ratskammer. Was wäre ich für ein Erschaffer, wenn ich einen Durchgang erbaut hätte, der nur zwei Orte verbindet, hm? Dein Herzenswunsch, Reiter. Ein sicherer Ort für die armen Unerwünschten. Ich verstehe nicht. Wirst du noch. Leider wird dir alles klar werden, wenn du mit ihnen gehst. Ich? Sie brauchen einen Beschützer und du brauchst eine neue Aufgabe. Habe ich nicht recht? Ich schwöre, all meine Kräfte zum Schutz der Menschheit einzusetzen. Eines Tages bringen wir die Dinge wieder ins Lot. Gemeinsam. Ultan, mein Bruder, Krieg, ist ein Unschuldiger in diesem Drama. Falls du ihm irgendwann einmal helfen kannst, bitte ich dich, es zu tun. Das werde ich. Danke, Erschaffer. Auf eine Zukunft der Gerechtigkeit. Ja. Gute Reise, Reiter.
Ah, der vierte Reiter. Harder? Der vierte Reiter. Jetzt muss ich den Genesis-Teil wohl doch spielen. Der vierte Reiter. Gunfire Games. Well, that's it. Das war Darksiders 3. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das Spiel doch heute irgendwie durchkriege. Hm, okay. Ich muss gestehen, ich habe ja auch nur einen Teil des Spiels gespielt. ich habe irgendwie einen Teil des Spiels übersprungen, tatsächlich. Ich habe das Spiel geglitscht. Also, nee, mein Resümee. Musik, keine Ahnung. Ich habe die Musik irgendwie nie gemerkt. Story ist mehr oder weniger interessant. Es ist halt, sagst du das 1, 2, 3, es hängt halt alles irgendwie miteinander zusammen. Aber es ist teilweise ein bisschen wirr. Ich fand 1 und 2 wesentlich besser als den dritten. Also ich fand Teil 1, Teil 2 besser als den dritten, aber der dritte ist trotzdem deswegen kein schlechtes Spiel. Hat ein paar nette Mechaniken, auch dieser Konter-Attacke etc. Das sind alles ist eine schöne Mechanik. Gameplay an sich ist ganz nett und macht Spaß. Das Spiel mochte mich auf technischer Seite nicht. Ganz ehrlich, auf technischer Seite mochte mich das Spiel einfach nicht. Ist so. Es ist mehrfach abgestürzt, es hat mir teilweise, konnte ich es dann nicht mehr starten und so weiter und so fort. Aber gut, es hat jetzt ja zum Ende hin dann doch funktioniert. Ich habe das Spiel ja auch überlistet. Ich habe, ich glaube, vor 3 Parts oder was das war, habe ich ja eine Tür geöffnet, die ich eigentlich hätte erst viel, viel später öffnen sollen. Das heißt, ich habe tatsächlich wohl, glaube ich, vermutlich einen Teil des Spiels übersprungen. Entschuldigung dafür, aber ja. Genau. Das war es mit Darksiders 3. Dieses Projekt wird dann natürlich ebenfalls auf YouTube hochgeladen. Also, ich meine, wie gesagt, für die, die es jetzt nicht gerade live sehen, das Projekt wird auf YouTube hochgeladen. Wahrscheinlich so ab morgen oder übermorgen. Mal gucken, keine Ahnung. Hat mich jetzt doch einiges an Zeit gekostet, bis ich das Spiel endlich durch hatte. Weil ich glaube, ich habe es tatsächlich letztes Jahr schon angefangen. Oh, wohl, letztes Jahr? Weiß ich gar nicht. Doch, ich glaube schon. Ich glaube, ich habe es letztes Jahr, also im 2019, schon angefangen gehabt. Und es nie zu Ende durchgespielt gehabt. Ich finde es schön, dieser junges Mädchen hat Chrissy Jones gesprochen. Make a female, make a male. Ja. Vielen Dank nochmal an Cerberus. Bekommt noch jemand den Namen der echten Vierreiter zum Krieg, Tod, Pest und Hunger? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich kenne die 4 apokalyptischen Reiter tatsächlich ausschließlich aus Darksiders. Ich bin gespannt. Ich muss jetzt wahrscheinlich irgendwann nochmal den Genesis-Teil spielen, auch wenn es nicht so meine Art von Spiel ist. Also es gibt ja einen vierten Darksiders-Teil, der aber nicht Darksiders 4 ist, sondern Darksiders Genesis, wo es um Harder geht. Aber ich glaube, es wird auch nicht weitergeführt, was hier passiert, sondern ich glaube, das ist die Vergangenheit von ihm. Also trotzdem, der Vollständigkeit halber, werde ich das wahrscheinlich dann doch nochmal irgendwann mal spielen. Aber mal gucken. Es ist eigentlich halt nicht meine Art von Spiel, dieses mit der Draufsicht etc. Da habe ich das Darksiders so, wie es, ne, wie es jetzt war, wesentlich lieber. So, ich bin mal einfach so frech und drücke auf zurück. Das junge Ding sorgt sich also um die Menschheit. Wer bist du? Unwichtig. Abaddon herrscht über die Erde. Himmel und Hölle beigen sich um einen Platz an der Tafel. Und der Rat. Der Rat wirkt dem Gleichgewicht entgegen, das er zu bewahren behauptet. Bald wird das Verderben über sie alle herfallen. Und ich werde als einziger bestehen. Du
Darfst gehen. Nö. Danke. Das war's mit dem Let's Play zu Dark Souls 3. Und, ja, wie gesagt, vielen Dank an Serp, dass er mir das Spiel damals geschenkt hat. Und wir sehen uns vielleicht hier irgendwann mal wieder bis Dark Souls 4, wer weiß. Ich sag bis dahin, viel Spaß mit den Videos. Tschüss.